Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits die Wortwahl in dieser Debatte ist verwirrend und erweckt einen völlig falschen Eindruck. Das Grundgesetz legt klare Zuständigkeiten und somit Verantwortlichkeiten fest. Das Grundgesetz ist dabei geprägt von einer Kooperationskultur zwischen Bund und Ländern, die bereits Ausfluss aus dem sogenannten Bundesstaatsprinzip ist. Es wird hier der Eindruck erweckt, der Bund würde die Bundesländer im Bereich der Bildung nicht oder nur unzureichend unterstützen, und das ist schlichtweg falsch. Bund und Länder kooperieren beispielsweise im Wissenschaftsbereich mit diversen Bund-Länder-Vereinbarungen, gemeinsamen Initiativen, Forschungseinrichtungen, Forschungsverbünden, wobei der Verfassungsgeber bei der Reform des Artikel 91b im Jahr 2014 ganz klar gesagt hat, dass es sich hierbei nicht um ein Instrument des Finanzausgleichs handelt. Auch im Bildungsbereich findet umfangreiche Bundesunterstützung statt. Der Kollege Kaufmann hat Ihnen das vorhin schon näher gebracht. Das Erfolgsprogramm des BMBFs Kultur macht stark, gerade frisch verlängert, angefangen mit 230 Millionen. In meinem Wahlkreis werden darüber alle außerschulischen Bildungsangebote bereitgestellt. Finanzhilfen für die Bildungsinfrastruktur, meine Damen und Herren, insgesamt 5,7 Milliarden Euro. Das bedeutet für mein Heimatland Thüringen 70 Millionen Euro Bundesgelder für Schulbauten. Dazu kommen Milliardenbeträge, die der Bund für den Kita-Ausbau leistet, von 2008 bis 2020 12 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, die Gelder werden von den Ländern sogar unzureichend abgerufen, weil es so viel ist. Bis zum 31.07.2017 wurden lediglich 40% dieser Mittel des dritten Investitionsprogramms von den Ländern abgerufen. Dazu Frau Suding, weil sie sagt, es ist zu wenig Geld da. Es scheint zu viel Geld da zu sein. Man kann es gar nicht alles verbauen. Die qualitätsoffensive Lehrerbildung hat Stefan Kaufmann genannt. Bund-Länder-Vereinbarung 500 Millionen Euro. Das kommunale Bildungsmanagement 170 Millionen Euro. In jedem Landkreis ist ein Bildungsmanager finanziert vom Bund. Ich denke, das macht ganz deutlich, wie hier die Zusammenarbeit funktioniert. Der Bildungspakt, der Digitalpakt wurde angesprochen. Der gilt auch für Berufsschulen. Und wir haben verschiedene Rechtsgrundlagen für diese 5 Milliarden, die wir in die Länder bringen können. Sie sehen, Bildung ist bereits eine gesamtstaatliche Aufgabe. Sie wird gesamtstaatlich finanziert. Der Bund sorgt mit Milliardenzahlungen dafür, dass gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland entstehen und vorhanden sind. Und dennoch wird hier behauptet, die Bundesländer werden mit ihrer Verantwortung überfordert. Auch das ist falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein hausgemachtes Problem, wo die Bundesländer ihre Mittel entsprechend einsetzen. Sie müssen sie da einsetzen, wo sie Verantwortung tragen. Stefan Kaufmann hat die massiven Steuermehreinnahmen der Länder angesprochen. Jetzt brechen wir das mal runter, diese Milliardenbeträge, auf ein relativ armes in Anführungszeichen Bundesland wie Thüringen. Steuermehreinnahmen 2014 9 Millionen Euro, 2015 48 Millionen Euro, 2014 237 Millionen Euro, 2017 348 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, Mehreinnahmen on top auf den laufenden Haushalt. Bei solchen Zahlen können Sie uns nicht erzählen, Thüringen kann seiner Bildungsverantwortung nicht gerecht werden. Ich will Ihnen sagen, was in Thüringen los ist. Kollege, Ihr Genosse Bodo Ramelow nimmt lieber 39 Millionen Euro, saniert damit ein Fußballstadion in Erfurt, um seinen Genossen Oberbürgermeister einen Gefallen zu tun, anstatt dieses Geld verantwortungsvoll in Schulen und Hochschulen zu investieren. Kollege Schipanski, nein, wir machen das am Ende mit einer Zwischenintervention. Das liebe muss dann Kollegin Esken selbst entscheiden, ob sie eine Kurzintervention. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund ist keine melkende Kuh. Am 1. Juni 2017 haben wir in diesem Hause einen neuen Bund-Länder-Finanzausgleich beschlossen. Und zwar zu massiver Belastung des Bundes, der ab 2020 jährlich rund 10 Milliarden Euro mehr an die Länder transferiert. Die Sektkorken haben nach diesem Beschluss in allen deutschen Staatskanzleien geknallt. Der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verteidigte die Reform, räumte aber ein, es sei kein unproblematischer Schritt. Zitat: Wir ändern ein Stück weit die Architektur unserer föderalen Finanzordnung, aber wir sind ein Bundesstaat. Zitat Ende. Hamburgs regierender Bürgermeister Olaf Scholz sprach von einem guten Ergebnis für den deutschen Föderalismus. Zitat: Die 16 Bundesländer werden ihre Aufgabe wahrnehmen können, und sie tun es in enger Kooperation mit dem Bund. Kollege Rossmann, ich frage mich, was sich die SPD beschwert, wenn Herr Scholz so spricht. Bund-Länder-Finanzbeziehungen, das heißt nämlich Fairness in der Finanzierung.
Im Übrigen sehen Sie das große Interesse der Länder an der vorgeschlagenen Grundgesetzänderung heute hier auf der Bundesratsbank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, des Pudels Kern im deutschen Schulsystem ist nicht die Frage, ob Bund, Land oder Kommune eine Schultoilette repariert. Des Pudels Kern ist die Frage, warum der Schüler in Bremen mit Blick auf sein Wissen fast 2 Jahre hinter den Schülern in Bayern hinterherhinkt. Und das ist das Hauptproblem und das ist die eigentliche Frage der Chancengerechtigkeit, welches wir mit vermeintlichen Bundesgeldern, die Sie hier vorschlagen, nicht lösen werden. Wir brauchen endlich Vergleichbarkeit bei den Schulabschlüssen der Bundesländer, und dies erreichen wir durch diese Grundgesetzänderung nicht. Wir brauchen einheitliche Bildungsstandards in ganz Deutschland, und zwar verbindliche Bildungsstandards für alle 16 Bundesländer. Daran probiert sich die Kultusministerkonferenz schon seit Jahren, aber es gelingt ihr nicht. Daher wirbt die CDU-CSU-Fraktion für einen Staatsvertrag, der von den Ministerpräsidenten geschlossen wird und verbindliche Standards festlegt und sich dabei natürlich am leistungsstärksten Bundesland orientiert. Das Ganze funktioniert schon gut. Wir sehen das im Rundfunkrecht, beim Rundfunkstaatsvertrag. Auch hier haben wir ein föderales System. Hier tragen die Länder Verantwortung. Und es gelingt ihnen, bundeseinheitlich hier tätig zu werden. Im Übrigen eint uns dieses Ziel über Parteigrenzen hinweg, was die Bildungsstandards angeht. Lassen Sie mich abschließend festhalten, nach den Erfahrungen, die wir im Bund mit den Ländern, insbesondere im Bildungsbereich, gemacht haben, steht für die Union fest, wir geben keine unkonditionierten Mittel mehr in die Bundesländer. Zusätzliches finanzielles Engagement muss für den Bund mit inhaltlicher Gestaltungskompetenz einhergehen. Diese Erfahrung und diese Forderung sollten sich auch die anderen Fraktionen nicht verwehren. Lassen Sie Ihre Vernunft wachsen. Die Kollegin Saskia Esken hat zu einer Kurzintervention das Wort.